Wirklich, meine Mutter? Aoi taucht auf. Takuma! Mama! Mami! Guma. Ah, es ist Agumon, okay. Danke. Agumon ist jetzt nicht wirklich Mami-Material. Dakara, wasuremono nante shite nai tte. Dou shitan da yo, kaasan? Takuma, okite! Na, was? Das ist nicht die Stimme meiner Mutter. Oh doch, ich bin deine Mutter. Aber sie klingt vertraut und warum fühlt es sich an, als würde ich zittern? Wer oder was bist du? Träum mich oder wache ich? Hilfe! Er hat jetzt nicht seine Erinnerung verloren, oder? Ah, okay. Also, all das mit meiner Mutter... Yume-ko. Yume? Takuma, daijoubu? Daijoubu? Gome. Nanka mada hatama ga boto. Mami im Vorgarten ist ein Dinosaurier. Rar. Rar. Wir sind jetzt wieder bei diesen Spinnendilien. Wir werden einfach von Miyuki die ganze Zeit durch die Gegend teleportiert. In diesem Wald gibt es ja jede Menge rosa-rote Spinnenlilien. Wo? Was war das? Mach jetzt nicht auf alten Mann, Takuma. Es reicht, dass du Professor Gedächtnisschwund hat. Bin dagegen, dass sie Spinnlilien heißen. Ich hab in diesem Spiel genug Spinnen für 3 Millionen Jahre gesehen. Das, was Nili sagt. Komisch, in meinem Kopf ist alles durcheinander. Ich erinnere mich nicht. そうだ。そこで、そうだ。ピエモンと戦って勝ったんだ。そうだよ。 Und dann war denn nie mehr was passierte. Kedo, sono ato, Miyuki ga kiri ni nomikomarete. Boktachi wa sore o oikaketa. So shitara, nazeka ongakushitsu mitai na tokoro. Gut, dass wir das nochmal widerspiegeln, weil ich hab total vergessen, was vor 5 Minuten passiert ist. Yokatta, Takuma! Chanto omoidaseta mitai da na. Ah, so mitai. Ich habe mich mit Miyuki unterhalten und sie hat ganz normal gesprochen. Ich glaube, sie hat was gemacht. Und dann waren wir von diesem Licht umhüllt. Nein, doch nicht. Ich kann mich wohl doch nicht so an alles erinnern. Wenn ich Miyuki fragen könnte, wüsste ich es vielleicht. So, eben, Miyuki wa? Miyuki wa doko ni ittan da? Boku ni mo wakannai. Boku ga kizuita toki ni wa Takuma igai dare mo inakatta zo. あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。 Ach, die ist nicht hier. Achso. みゆき、どこに行っちゃったんだろう? Natürlich vergessen wir jetzt das Lied, damit wir noch 3 Milliarden Dialoge haben können. そんなに遠く離れた場所には... Ich kann mich aber tatsächlich auch nicht mehr ans Lied erinnern. もっと向こうも探してみるか。いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。
Oh nein, Gotzumon. Nanka hinda na. Hente? Nandaro. Kono mori iwakan ga aru tte iu ka. Itsumo to nanika ga chigau you na. Sore nara boku ni mo aru zo. Agumon mo nanika ki ni naru no ka? Nani ga ki ni naru nda? Ne. Miyuki? Takuma! Boku ni mo kikoeta yo! Achi da! Schnell! Bevor die mysteriöse Kraft sie findet. Asoko mite! Miyuki ga taurete ru! Ich hab irgendwie so ganz leicht im Gefühl, dass wir jetzt wieder in der realen Welt sind. Aber schauen wir mal. Miyuki! Koko wa... Watashi... Miyuki! Boku ga wakaru? Ah, ein perverser Fremder. Takuma. Na. San. Miyuki, yokatta. Daijoubu? Kega wa nai? Hai. Tabun. Demo, watashi tachi dou shite konna tokoro ni? Yokatta. Hontou ni daijoubu sou da ne. いや、もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようと思って。Ich hab leider, ich hab nicht so aufgepasst. Ich hab jetzt nicht über die 30 Spiele Japanisch gelernt. Was hat gesagt? Untertitel? Hallo? 心配してくれたんだ。Untertitel Modcheck? Mein Japanisch ist auch ein wenig eingerostet. Ich kann dir da nicht helfen. Hi, Anna. Hi, Dennis. Hi, Undertaker. Wie geht's dir? Takuma-san und Agumon so itte moraete. Watashi, ureshi. Sore ni. Kore made. Watashi tachi kyoudai ni. Eine, deine Textbox mit Untertiteln fehlt. Wie kann das denn vorkommen? Alles bestens und bei dir? Ja, auch. Eigentlich relativ gut in die Woche gestartet. Hab das Spiel auch unberührt auf der Switch. Weiß noch nicht, was ich davon halte. Erwarte nicht zu viele Kämpfe. Es ist sehr storylastig. Die Dialoge ziehen sich teilweise, aber rundum macht es durchaus sehr viel Spaß. Die Übersetzer sind eingeschlafen und auf die Tastatur gefallen. Also jetzt mittlerweile nimmt die Story zumindest mal ein bisschen Fahrt auf. Das freut mich sehr. Also würde ich nicht streamen und dann würde ich das schon, würde ich zwar ein bisschen mehr durchskippen, weil ich den Text so überfliege. Und dann würde ich halt nicht so wie jetzt reden. Hat ja nur 8 Teile gedauert. Aber rundum macht es schon Spaß. Also, es gibt Charakterentwicklungen und so weiter. Also, es ist nicht schlecht. Also, man kann auch die langen Dialoge mögen. Die können ab und zu mal ein bisschen mehr auf den Punkt kommen. Aber rundum ist das Spiel eigentlich sehr gelungen. Also, eine 8 von 10 ist es auf jeden Fall in meinen Augen. Außerdem... Wie kann man bei Agumon denn bitte nicht dieses Spiel mögen? ここに来る前の場所でも、みゆきはちゃんとおしゃべりしてたよ。Wenn jetzt noch ein Black Agumon geben würde, hätte ich schon mehrfach durch. Stimmt, Black Agumon gibt's da, da ist ja was. ゆっくり話したわけじゃないからさ。Das wäre lustig. Es wäre auch lustig, wenn der Protagonist kein Agumon hätte, aber hey, Digimon. Suka! ある意味。Suka, Bliet! Was?
だよね、たくまさん。うん、それじゃあ改めてよろしく、みゆき。 Black Agumon ist ein Mega-Level? Oder redest du von Black War Greymon? Agumon もよろしくね。よろしく、みゆき。あの、それでたくまさん、Agumon、okay. Ja, Black War Greymon war super, gerade mit seiner psychischen Störung. Warum lebe ich? Ja, wir sollten nicht einfach hier rumstehen und quatschen. Ja, wir sind im Spinnenlilienwald. So viel wissen wir. Ja, ich hab alle die ersten 5 Staffeln alle geliebt. Aber weil die ersten 2 halt. Ja, die ersten 2 sehr gut waren. Tamers die beste. Und dann gibt's halt noch Frontier und Data Squad. Hey, ich lebe auch noch. Buka! Hi! Du hast ein bisschen was verpasst. Du hast tatsächlich ein bisschen wichtige Story verpasst, tatsächlich. Ja, ich mag es kaum selber glauben. Thema war die Staffel, wo die selber zum Digimon geworden sind. Nee, das war Frontier. Also, beziehungsweise in Digimon Tamers hatten die als Mega-Level die Tamer-Matrix-Digitation, wo die mit ihrem Digimon verschmolzen sind. In Digimon Frontier sind die Kinder zu Digimon digitiert. Agumon Nani ga itsumo to chigau to omottan da? Also, Tamers war mit Gilmon, Takuma, Takato. Kono mori, bukutachi mitai na yatsura no keihai ga zenzen nai da. Wundert mich, dass Davis einen anderen Namen hat. Taichi, Davis, Takato, Takuya. Takuma! Agumon-mitai-na-yatsura-tte? Wo sie nackt waren, aber die Jungs keine Penisse hatten. Ja! Oder die wurden so hell belichtet, dass... Na gut, okay. Falco-mon-ya, Drac-mon-ya, hoka-no-minna-no-kehai-mo-zen-zen-shinai. Oh mein Gott, sind wir wirklich nicht mehr in der Digi-Welt? Sore-tte-do-yu-koto? Sore-wa-boku-ni-mo-wakara-nai. Ich habe mir vorhin schon gedacht, wie insane wäre das, wenn wir jetzt so einen Teil hätten, in dem wir in der realen Welt sind, wo wir Agumon verstecken, verkleiden müssen, damit die Leute nicht auch... さっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。 あの妙な島のどこかだとは思うんだけど廃工場に向かう途中にも森があったけど あそこにも... Da waren noch Blumen. Ich bin verwirrt. Das könnte mit dem Zeitunterschied ein Problem werden. Ja, in der Tat. Das ist es, die rosaroten Spinnlinien. Das ist, da, die sind das Seltsame. Und in dieser Welt wachsen rosarote Spinnlinien nur an einem bestimmten Ort. Heißt das, wir sind irgendwie wieder zur Schule zurückgekehrt? Das kann nicht sein, die Umgebung passt nicht. Wenn überhaupt, dann ist das... Das kann doch nicht sein. Gedanken, das kann doch nicht sein. Ich meine, das ist doch nicht möglich, oder? So läuft das einfach nicht. Ich muss mich beruhigen und nochmal drüber nachdenken. Alles sorgfältig eins nach dem anderen überprüfen. Wie der Professor... Wie soll ich euch das jetzt erklären? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, die anderen werden wir nie wiedersehen. Die gute ist, wir sind nicht mehr in die Digi-Welt.
Ah, um. Weiß ich, ist da vielleicht ein Tunnel in der Nähe, Takuma? Frag für einen Freund. Also das heißt, wir stecken jetzt den Sand in den Kopf? Aber das hatten die in Digimon Adventure auch, ne? Tai war ja in der, wieder in der realen Welt. Und währenddessen haben die Leute sich ja durch die Digi-Welt geschlagen. Also, I mean. Was meinst du mit schlechten Nachrichten? Wir werden die anderen nicht mehr wiedersehen. Ich möchte wissen, ob ich mich an Saki ranschmeißen kann. Was? Wir könnten hier bleiben und darauf hoffen, dass die anderen uns finden. Oh. Oder wir drei könnten uns umschauen. Andererseits könnte sich Agumon umschauen, während Miyuki und ich hier bleiben. Wir schauen uns zusammen um. War das nach dem Kampf gegen Etemon? Ja, das meine ich. Oder habe ich das ein bisschen falsch im Kopf? Etemon ist implodiert und Tai wurde reingezogen. Wieso an Saki? Wieso nicht? Saki, können wir ihm ein Kompliment hier machen? Wenn ich Aoi ein Kompliment gebe, dann... Dann ist sie total... Das kannst du nicht! Wie ist es? Also kannst doch nicht! Also wirklich! Das war ja die erste Ultra-Level-Diktation. Well, yes. But actually, no. Skull Greymon war vorher. Flugscheiße-Modus aus. Auch wenn es keine gewollte Digitation war, ist Skullgraver die erste Ultra-Digitation gewesen. Die erste, die nicht Virus war. Okay, damit kann ich leben. Guck mal, ein Suchtrupp. Was? Hä, fast so, als wäre da die Sonne aufgegangen. Man kann sich auch Sachen einbilden, glaube ich. Sie hat recht, es ist fast so, als ob wir auf dem richtigen Weg geführt werden. Also ja, die Skull Greymon-Digitation war gewollt, nur das Ergebnis war ungewünscht. Ja, da hast du recht, Booker. Ich verstehe den Zwang, weil es hat ja nicht schneller lief, während er weg war. Ja, wobei das ja in... Es ist schlimm, wenn ein Universum Regeln vorgibt und die Serie sich nicht selber an diese Regeln, die es aufgestellt hat, hält. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, danke fürs Nachforschen, Nili. Wir sind dem beleuchteten Pfad bis hierher gefolgt, aber das ist nicht irgendeine Falle, oder? Wenn man das so sieht, müsste auch Season 2 völlig zeitlich zerrissen sein. Ja. Ja, aber die Regeln wurden ja nun mal in der ersten Staffel aufgestellt. Gerade weil Mimi am Ende sagt, wir haben dann 200 Jahre Sommerferien. Ja, der Brustwarzen in Japan, Nili, was erwartest du? Also wirklich, du bist ja aber... こんな風に彼岸花が咲いてたろ。それで見覚えがあるだけかもしれないし。そうかな。僕はこんな景色見たことない気がする。
Hatte der alte Weise nicht während der ersten Staffel bereits gesagt, dass er die Zeit zwischen der realen und der Digi-Welt angepasst hat? Wurde die nicht angepasst, Apokalimon? Apokalimon hat doch quasi am Himmel gelivestreamt, wie die Kinder gegen ihn. Das war ja auch in Realtime, gell? Ja, Genai war der alte Weise, ja. Was ist das für ein komisches Gefühl? Oh nein, ich hab Durchfall! Wenn er recht hat, wenn das wirklich der Ort ist, an den ich denke, dass er es ist. Ich hab übrigens gerade nicht aufgepasst, was die gesagt haben. Das kann nur an einem einzigen anderen Ort sein. Aber das war, bevor ich Agumon getroffen oder plötzlich in einer anderen Welt war. Könnt ihr Takumas mystische Rätsel, die er in seinen Sätzen verbaut, nicht entziffern? Takuma, jetzt spreche es endlich mal aus, damit wir alle drei auf dem gleichen Stand sind. Ja. Takuma, sprich mal Tacheles! Beim Teutates! Ich glaube, das war der Zeitablassung gut erwähnt, als Mimi meinte, sie hätte quasi endlose Sommerferien. Ja. Takuma! Könnte sein. Takuma-san, warte! Stimmt, ja, stimmt, da war irgendwas, ne? Plötzlich renne ich, als ob mein Körper von ganz allein handelt. Ich muss es wissen, ich muss sicher sein und das treibt mich an. Können wir bitte ein Bild dazu haben, das hört sich ziemlich falsch an. Der Tunnel, was? やっぱりそうだ。ここはあの時のトンネルだ。 Der hat eine miese Kondition, der Junge. 僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。タクマさん。 Keine Sorge, Miyuki. Alle, die du kanntest, sind tot. So, wir sind... Hä? Nani? Also, Agumon, wir kommen doch aus einer anderen Welt, oder? Ja. Jetzt kommst du aus einer anderen Welt. Agumon住んでいた世界じゃないかもしれないってことだよ。え?それってどういう意味? Jo, es freut mich, dass ihr wieder in eurer Welt seid. Oh, Moment, ich bin nicht in meiner Welt. とにかくトンネルの先へ行こう。 Oh, Takuma, jetzt beruhig dich mal und hetz die arme Frau nicht so rum. Warte! Takuma! Warte! Déjà-vu. Flashback. Gott, ist ewig hier. Es müsste ja 28 Stunden Spielzeit zwischen dem letzten Mal und jetzt liegen. Und 82.386.308 Dialoge. Jetzt dreht Takuma durch. Ich war schon mal hier. Ich
Hallo, Erde an Takuma. Hallo, Erde an Takuma. Ich will dich nicht beunruhigen, aber wir haben ein Mädchen aus der Vergangenheit und ein Dino bei uns. Senk bitte deine Euphorie. Außerdem sind die anderen noch drüben. え?じゃあ、ここはタクマたちのいた元の世界ってことなの?そうだよ。そういうことだよ。へえ。ここがタクマの住んでた世界なんだ。よかったね、タクマ。ありがとう、アグモ。びっくりしたし。 ちょっと変な感じだけど。あ、パサパサでん、レッシーズ。僕なんか嬉しいかも。僕もだよ。よかった。成功したんだ。え?成功?それってどういう?覚えてない?あの音楽室でのこと。 Leider nicht, er ist ein bisschen auf den Kopf gefallen. Gut, können wir dann jetzt mit dem selben Lied wieder zurück, die anderen holen und dann wieder zurück? あそこで魂の半分を取り戻した私は、なんとかタクマさんを助け出すことができたの。それじゃあ、ここへ戻ってこられたのは、みゆきのおかげだってことなのか。うまくいくかどうか、自分でも自信なかったんだけど、大丈夫だったみたい。本当によかった。ちょっと待って。 Dieses ganze Gespräch kommt so unerwartet, dass ich Probleme habe mitzukommen. Wenn Miyuki uns in diese Welt zurückgebracht hat, muss sie irgendwas wissen, oder? Und was meint sie mit der Hälfte ihrer Seele? Und das hat sie im Musikraum auch gesagt. Wenn ich so drüber nachdenke, was hat sie überhaupt in dieser Welt gemacht? Und weiß sie vor allem, was mit der anderen passiert ist? Warum warst du da? みゆきはなぜあんな世界にいたんだ?言いつけを破ったの。この場所へ行ってはいけない。子供をさらう化け物が出るから絶対に近寄るなって。お父さんから言われてたのに。化け物?お父さん?What soll das heißen? Meint ihr die Kemonogami?でも、確かあの時って… 授業で仕方なく来ることになって、そしたら霧が、あの霧が、霧ってあの怖い霧のことか。かもんずさ、アグモン。そう、あの霧が、いや、いや、もういいよ。辛かったら無理に思い出さなくても。なんだかごめん。 Das überrascht mich nicht. Immerhin war sie ganz schön neben der Spur, als wir kamen. Möglicherweise hat sie viel mehr durchgemacht als wir. Na, aber die Hauptsache ist immer noch, dass wir es dank Miyuki zurückgeschafft haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie unser nächster Schritt aussehen wird. Oh. Nein, es ist deine Klassenlehrerin. Sind wir doch nicht wieder zu Hause? Sind wir immer noch in der anderen Welt? Gut, Agumon, da solltest du dich ganz schnell jetzt verstecken. Takuma, du stehst da mit einem sprechenden Dino. Panik ist angebracht. Minoru-san ja Aoi-san-tachi no kanousei mo aru yo ne. Agumon, dou nan da?
そこまではわかんない。Es könnten also andere sein. Oder auch nicht. Wir wissen also gar nichts. Toll, dass wir darüber gesprochen haben. Bin ich wirklich wieder in meiner Welt oder bin ich immer noch in der anderen? Das sollte die Sache ein für alle mal klären. Miki, komm mal ein bisschen weiter.